Ja, nichts. So, warte mal. A18 muss dann eigentlich hier rein. Da. 2PF kommt da rein. R15 kommt da rein. Und das hier ist N166. So, jetzt noch die Schläuche richtig verbinden. Das geht da rein. Das geht in die beiden. Ich habe hier aber nur zwei Schläuche. Oder habe ich vielleicht noch einen? Nein, habe ich nicht. Diesen rosa Schlauch könnte man irgendwo gut anschließen. Blauer Schlauch, einsatzbereit. Ich glaube, das muss man anschalten, damit es funktioniert. Ja, das glaube ich auch. Halt, ich wollte es untersuchen. Ein rosa Schlauch könnte man gut irgendwo anschließen. Ein blauer Schlauch, bereit genutzt zu werden. Wahrscheinlich. Das passt hier nicht. Blauer Schlauch hiermit. Ich glaube, das ist richtig. Ja, das ist es. Und du? Rosa Schlauch zur Stelle. Aber irgendwie fehlt da noch was. Hab ich so das Gefühl. Uns fehlen noch Schläuche. Schläuche, Schläuche, Schläuche. Und Drogen nehmen wir auch gleich noch. Ah, ich muss bestimmt wieder... Vielleicht sollte ich den Knopf drücken. Ja, dann tu das doch vielleicht. Kätzchen! Süße Beeren, sie halten Händchen. Viele Schuhe. Vielleicht sind sie zu eng für den großen Edward. Hier gibt es auch viele Frauenschuhe. Vielleicht gefallen sie Edward. Natürlich, warum nicht? Sie sind hübsch. König Ciar, ich erkenne ihn wieder. Ich verstehe, sie sind Freunde. Das ist gut. Jetzt will ich Edward vertrauen. Eine Uhr. Viele kleine Handschuhe. Sie kommen mir bekannt vor. Sind das die Handschuhe, die ich in der Zeit verloren habe? Vielleicht hat Edward diese Handschuhe gestohlen. Was ist das? Diese Lampe sieht aus wie ein Teekessel mit Gabeln und Löffeln. Ja, wahrscheinlich, weil es ein Teekessel mit Gabeln und Löffeln ist. Viele Dinge zum Ansehen. Ich glaube, davon brauche ich nichts. Ich frage mich, es gibt viele Dinge, die wir nie wirklich brauchen. Was ist das? Irgendetwas scheint zu fehlen. Ja, vielleicht Handpuppen oder sowas? Ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Oh, das sieht nach einem mathematischen Problem aus. Aber ich will es nicht lösen. Ich muss andere Dinge tun. Ich frage mich, was diese Maschine zählt. Da sind keine Kabel. Wie funktioniert das? Edwards Technologie ist faszinierend. Hier sind ganz viele Kätzchen. Ich frage mich, ob Edward schwarze Katzen wirklich mag. Wenn diese Puppen Mr. Midnight darstellen, wäre das komisch. Edward lässt mich über so viele Dinge grübeln. Oh, so viele Seiten zum Lesen. Ich hoffe, es gibt auch Bilder. Aber Buchstaben sind okay. Sie geben einem Dinge zum Vorstellen. Manchmal verstehe ich Geschichten falsch und das kann gefährlich sein. Warum sollte ich das Licht ausmachen wollen? Okay, und die kann ich schließen. Da geht's noch hoch. Oh, die Leiter führt zu einer Tür. Aber sie ist zu. Scheinbar kann das nur von außen geöffnet werden. Hm, ich kann es nicht von außen öffnen, wenn ich drinnen bin. Clever. Ah, okay. Hier, dann geht's also wieder zurück. Das heißt, wir können die Tür noch öffnen. Hier sind auch... Die Tür ist zu. Vielleicht kann Edward sie später öffnen. Hier sind ganz viele Gabeln an der Wand, aber kein... Kika, kein fehlendes Kabel. Reden wir mal kurz mit ihm. Kannst du mir nochmal sagen, was ich tun soll? Klar, bring die Wasserpumpe ans Laufen und misch den Treibstoff. Folge einfach dem Wandbuch.
Das ist wie ein Handbuch an der Wand. Kabel. Ich brauche das Kabel. Ich brauche... Okay, dann halt nicht. Ich schmeiß mal Pillen. Ja, ich mag Edward auf einmal viel mehr. Das ist komisch. Ich habe auch ein rotes Fahrrad. Aber das ist natürlich nur ein Zufall. Es gibt viele rote Fahrräder. Ja, ich habe auch ein rotes Fahrrad. Oh, das sieht sehr kompliziert aus. Das hat sie davor schon gesagt. Mal gucken, wie es hier aussieht. Da sind die Zwillinge. Seid ihr hier, um Edward zu töten? Hallo? Warum sprecht ihr nicht mit mir? Tut mir leid, was ich getan habe. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Schlüssel? Oh! Oh, ein kleiner Schlüssel. Ich frage mich, wofür. Ein Schlüssel. Ich habe ihn einem der Zwillinge geklaut. Da hinten ist es blutig. Das scheint sie aber nicht irgendwie zu beunruhigen. Das ist ja gut. Komme ich jetzt vielleicht da hoch? Nein, hier komme ich auch weiterhin nicht rein. Okay. Hallo. Boah, schrecklich. Bitte was? Ein Auge. Und ein Schlauch. Ein Schlauch. Er hat eine Art Verbindungsstück. Wo ist das fehlende Teil? Das steckt schon im Glas. Dieser Schlauch hat eine Art Anschluss. Ich frage mich, wofür? Okay, das Auge kann ich nicht angucken. Oh, da ist auch noch ein Schlauch. Oh, das sieht aus wie ein grüner Oktopusschlauch. Der Oktopusschlauch. Ich kann ihn an mehreren Stellen anschließen. Hallo? Sekunden und Minuten und Stunden und Tage. Tick-Tack, Tick-Tack. Ich habe vergessen, dich zu verstehen. Ich habe vergessen, mich selbst zu lieben. Aha. Okay. Wir übergehen das jetzt einfach mal. So, warte mal. Ne, benutzen. Hiermit? Ich weiß es nicht so genau. Der hier. Der hier kommt bestimmt hier rein. Genau. So, das heißt, der hier. Hier. So, das wär's. Perfekt. Okay, jetzt müssen wir da noch das Feuer anzünden. Und jetzt? Was ist in die kleine Flasche? Was ist in die kleine Flasche? Muss ich vielleicht noch mit dem Klebeband irgendwas abdichten? Nein. Gucken wir mal. AMF fehlt. Aber wie mache ich denn AMF? Wie mache ich AMF? Feuerbeeren. Afuga Mercenis. Ach so, ich schmeiß da die Feuerbeeren rein. Okay. Die nicht brennenden Feuerbeeren in die Vase. Fertig. So, und jetzt, warte mal, wenn ich jetzt Pillen schmeiße, steht sie wieder hier. Aber komme ich da ran? Ja, aber die Beeren brennen trotzdem nicht. Aus dem Inventar sind sie weg. Was ist, wenn ich hier aufdrehe, zudrehe, was auch immer, wenn ich da drehe? Verbrennt ganz schön viel. Das ist gut. Gucken wir mal. AMF fehlt. Aber wir haben doch jetzt extra die Feuerbeeren da reingeworfen. Sie sagt mir wieder das Gleiche, wa? Okay.
Ah, das muss so, das muss so. Okay. Du musst also darüber. Ich glaube, ich bin fertig. Superchemikerin Fran Bau. So, das da brauche ich. Das da brauche ich nicht. Irgendwas davon brauche ich doch aber. Ich glaube, ich bin fertig. Aber irgendwas davon brauche ich doch. Okay. Wir füllen hier mal das Wasser rein. Ich glaube, hier muss das Wasser rein. Benutzen. Die Pumpe ist jetzt voll mit Wasser. So, Tür zu. Ah, der Schlauch tropft. Super, alles repariert. Ich sollte mich umarmen, weil ich so klug bin. Okay. Irgendwas fehlt hier also noch. Ich glaube, damit macht man Wasser heiß. Das muss es sein. Wir haben zu Hause auch eine Maschine, die so aussieht. Aber warum geht das nicht? Muss ich da auch nochmal anzünden? Ich kann das Feuer nicht anmachen. Es kommt kein Gas aus den Rohren. Gas, halt. So vielleicht? Jetzt. Halt. Verdammt. Das wollte ich nicht. Zack. Und es ist grün. Nein, hier brauche ich nichts. Theoretisch. Ah, Hallöchen, du Gruselclown-Skelett. Fran, ich habe es geschafft, den Autopiloten zu reparieren. Brauchst du Hilfe? Ich glaube, ich habe das ganz gut hinbekommen. Ich habe alles getan, was du gesagt hast. Sehr gut, Fran. Alles scheint perfekt zu funktionieren. Ja, alles sieht super aus. Was tun wir jetzt? Naja, ich wollte dich fragen, ob du Angst vor Hasen hast. In einem der Räume ist ein kleiner Hase und ich habe große Angst vor ihm. Würdest du mir helfen, ihn loszuwerden? Ein Hase? Das kommt wohl auf den Hasen an. Bei allem, was ich gesehen habe, kann ich mir nicht nur eine Art Hase vorstellen. Ist es ein Schokohase oder einer mit Hörnern und bösen Augen? Das musst du selbst sehen. Er hat eine rosa Nase und blaue Schuhe. Er sitzt einfach da, blinzelt nicht, bewegt sich nicht, starrt nur vor sich hin. Das klingt wirklich gruselig, aber ich muss ihn sehen, sonst weiß ich es ja nie. Du bist sehr mutig, Liebes. Folge mir. Okay. Wozu habe ich das hier gemacht? Wenn ich es doch nicht benutzen kann. Mann. Ich will aufs Fahrrad. Ich kann nicht aufs Fahrrad. Verdammt. Ah, in dem Raum ist der Hase. Naja, dann kommen wir da ja jetzt rein. Da, siehst du? Er sitzt einfach da. Ist das nicht ein komisches Verhalten? So wie ich das sehe, ist das nur ein Spielzeug. Das wird sich nicht bewegen. Würdest du bitte versuchen, mit ihm Kontakt aufzunehmen? Ich traue mich nicht. Okay, ich nehme den Hasen und zeige dir, dass du keine Angst haben musst. Ja, dann gehen wir mal hin. Ah, währenddessen mache ich mal kurz Licht bei mir hier an. Ich sehe so dunkel. Siehst du? Nur ein flauschiger Hase. Nichts, vor dem man Angst haben sollte. Oh, du hast recht, Fran. Ich muss keine Angst haben. Mein Kätzchen! Was? Geh nicht! Mr. Midnight, das ist nicht komisch! Fünf? E. Schenk. Warte mal, sagt sie dazu was? Nein. Da haben wir eine 2, eine 4, eine 1... Okay. Hallo? Bist du Edwards anderer Kopf? Ich mag den Hut. Edward hat ein Papierschiffchen gebastelt. Die Birnen wissen nicht, ob sie an- oder ausbleiben sollen. Ich glaube, das ist ein Schraubenschlüssel. Könnte nützlich sein. Ja. Ein Werkzeug. Ich glaube, es ist ein Schraubenschlüssel. Ein Bleistift? Den brauche ich nicht. Grüne Blätter. Eine leckere Möhre. Eine Möhre aus Edwards mechanischem Garten.
Das ist ein Baum. Eine metallene Kiste. Ich glaube, hinter dem Schild ist etwas. Warte mal, wir haben ja hier... Zack. Aha. Ich muss das also auch noch selbst machen. Und dann auch noch für jede Schraube. So, mach auf. Hier fehlt etwas. Sieht aus wie ein Ventilator. Kabel, die miteinander verbunden sind. Sieht so aus, als bräuchte die Maschine Energie, um aufzuwachen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine Batterie. Wir haben keine Batterie. Wo kriege ich eine Batterie her? Wow, ein mechanischer Arm. Lebst du? Ich glaube, er drückt gern Knöpfe. Durch den Knopf hat sich der Boden gehoben, wie in einem Aufzug. Ah, es geht nicht. Was soll ich tun? Das rote Licht ist an. Vielleicht ist etwas kaputt. Vielleicht gibt es keinen Strom. Ich kann nicht auf den Aufzug klettern, wenn er schon oben ist. Okay. Wenn ich jetzt auf den Knopf drücke? Batterie! Danke, kleiner Arm. Ja, ich habe eine Batterie gefunden. Eine vollgeladene Batterie. So. Biber-Batterie. Bitte sehr. Batterie eingesetzt und... Ja, es klappt! Die Batterie funktioniert. Ich lasse sie so. Wir haben alle Energie, die wir brauchen. Jetzt kann ich hier drehen. Ah! Und dann kann ich hochfahren. Cool. Ich weiß zwar nicht, ob ich hier schon hoch muss, aber cool. Will ich irgendwas machen? Vor allen Dingen... Es sieht aus, als hätte ich Drogen geworfen, aber... Ach, das habe ich auch. Warum? Ein Wassersymbol. Ich glaube, es ist mit Wasser verbunden. Macht man hiermit mit dem Wind Musik? Ein Teekann-Wasserwerfer. Das ist eine schrecklich gefährliche Waffe. Seid ihr? Mami, Papi, wer hat euch das angetan? Warum seid ihr hier? Bitte sagt es mir. Kann ich? Ja, kann ich. Okay. Abgeschlossen. Das habe ich in Filmen gesehen. Der Dieb weiß immer, was zu tun ist. Ein Reset-Knopf. Wie praktisch. Und wir haben unten Zahlen zu stehen. Ah! Okay. Wenn ich das so drehe, schießt das da hin. Ich dachte, das schießt vielleicht auch auf die Tür. Gut, wir gehen erstmal wieder runter. Ich glaube, wir sollten auch nicht hier oben sein. Und, warte mal. Was haben wir abgemacht? Hier sind noch Blumen. Liebe Pflanzen, ihr gebt mir viel Luft zum Atmen. Was für ein hübscher kleiner Baum. 5, 2, 4, 1 und eine 3 haben wir auch noch. Okay. Ich schmeiß mal Pilz. Okay. Auge, Auge. Rot umrandet. Da, keine Ahnung. Auge. Mann, warum hast du Edward erschreckt? Naja, du bist sehr süß. Vor allem sieht er jetzt aus wie wir. Oh, ein mechanischer Hase. Nicht sehr süß. Vielleicht ist der Hase wütend oder hungrig. Oder beides. Hungrig? Da gibt's doch was von Ratiofarm. Okay. Warte, 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 warte. Ich weiß gar nicht. Ich schreibe mir das erstmal auf. 5 nach da. So, weil das ist das Einzige, wo wir nicht so leicht rankommen. Und da ist die 2. Die 1.
3, 4, es sind 5 Zahlen, ne? Und 5. Okay, wieder Pillen schmeißen. Hier ist 8. Nach da. 2, 3 ist da. 3. Ist 8 nach da. 4. Sechs nach da. Und 5. 9. Nach da. Warte mal, können wir noch mal eine Möhre nehmen? Können wir. Kannst du noch mal den Kopf runternehmen?